True Crime Tuesday, meine Freunde. Willkommen zurück. Wir sind heute bei Insolito mit dem freshesten aller Content, der schlimmste deutsche Serien. Genau, vor einem Tag. Starker Videotitel, der schlimmste deutsche Serien. Das ist eine harte Ansage, aber ich bin gespannt, was uns Insolito hier am Präsentieren ist. Der LKW-Mörder von Inso, Minso, meinem Arbeit Ginso. Dieser Mann gilt als einer der kaltblütigsten Serienmörder in Europa. Das sieht sogar relativ aktuell aus, ne? Er kommt aus Deutschland, ist bei seiner Festnahme 47 Jahre alt und arbeitet als LKW-Fahrer. Wie viele Personen er wirklich ermordet hat, konnte nie geklärt werden. Dafür hat der Täter selbst gesorgt. Doch mindestens 6 Morde hat Eckert definitiv begangen. Und weit über 30 weitere Angriffe auf Frauen gehen ebenfalls auf sein Konto. Ja, das war mein Guess. Das ist vermutlich, ich sag jetzt mal, was ist der korrekte Begriff? Frauen sind, die auf der Straße arbeiten. Na. Doch wie flog der Serienmörder Volker Eckert letztendlich auf? Und was geht in einem Mann vor, der sich selbst als Monster bezeichnet? Din diddlin din. Insolito. Schulden aufzubauen, zum Beispiel durch die Aufnahme von Krediten, ist gerade einfacher denn je. Und in Kombination mit hohen Zinsen kann das schnell in eine unangenehme Situation führen. Besonders da Ratenkäufe und ähnliche Kredite nicht... Jetzt kommt der Casino-Deal. Na Spaß, komm, was haben wir da drin? Anything. Ist Anything cool? Kennt sich da jemand aus? Hier geht's zu Anything. Falls ihr bei Anything vorbeischauen wollt, wegen einem Kredit oder Kreditberatung oder ähnlichem, dann schaut am besten mit dem Code INSOLITO vorbei und gönnt euch 100%... Ah komm, die letzten Teil von der Werbung schauen wir. Nicht meinen Code Insolito zu verwenden, um 20 Euro Rabatt auf die erste Rate zu bekommen. Und jetzt geht's los mit dem heutigen Video. Keine Ahnung, hat er noch nie Schulden? Das ist das Mindset. Also ich sag euch auch ganz ehrlich, by the way noch zu der Sache, wenn ihr euch einen Kredit aufnehmt, dann nur für den Kauf von einer zum Beispiel Immobilie oder möglicherweise noch sowas wie ein Auto oder sowas. Ansonsten würde ich keine Kredite aufnehmen, weil das ist ganz einfach Geld, das du bekommst, aber du musst mehr Geld zurückzahlen. Das ist einfach, so funktionieren Kredite. Und wenn du das nicht machen kannst, dann bitte nicht. Ja, genau. Oder für Holy, das ist ganz klar. Na, Spaß zur Seite. Miglena Petrova. Am 3. November 2006 wird die Leiche der 20 Jahre alten Miglena Petrova Rahim gefunden. Die Bulgarin wurde in ihrer neuen Heimat, dem spanischen San Julio de Ramis, ermordet. Die junge Was ist das für eine... Was ist das? Ist das eine riesige Villa? Ist das ein Museum? Das sieht crazy aus. Weiterin ist durch Gewalt am Hals gestorben. Auf einer Überwachungskamera in der Nähe des Tatorts ist zum ungefähren Tatzeitpunkt ein LKW zu sehen. Dieser fällt besonders auf, weil er ein deutsches Kennzeichen hat. Die spanische Polizei gibt die Daten an die deutschen Kollegen weiter, um den Fahrer des nun verdächtigen LKW aufgreifen zu können. Der LKW gehört zu einer in Sachsen ansässigen Spedition. Der Fahrer, der mit dem betreffenden Fahrzeug unterwegs ist, ist der 47 Jahre alte Volker Eckert. Die deutsche Polizei plant den Zugriff für den 17. November 2006. An diesem Tag ist Volker Eckert mit seinem LKW in Köln unterwegs. Die Polizei nimmt ihn an seinem LKW fest und bringt ihn zu einer ersten Befragung auf das Revier. Okay, also wenn du bei Kapitel 1 direkt festgenommen wirst und dann immer noch weitermachst, und zwar die restlichen 17 Minuten, dann weiß ich ja nicht. Zum Mord an Miglena befragt wird, macht er zunächst keine Angaben. Im Laufe der Befragung beginnt Volker Eckert über Kopfschmerzen zu klagen und bittet um Erlaubnis, ein Medikament aus seinem Fahrzeug holen zu dürfen. Die Polizei gestattet das nicht. Stattdessen geht ein Beamter zum LKW, um das Medikament aus dem Handschuhfach zu holen. Und dort findet er etwas Unglaubliches. Tatwaffe. Polaroid-Fotos einer Frau, die eine Kordel um den Hals trägt. Nein, warte mal. Dann ist er deswegen dem Mord überführt worden und dann haben sie herausgefunden, dass er für andere noch verantwortlich ist? Und zwei Seile und handschriftliche Notizen... Das gescheit mit freiem
Aha. Das geschieht mit freien, geldgeilen. Ja. Alles klar. Alles klar. Gut, der hat's auf diese Menschen abgesehen. Die den Ablauf von Morden genau dokumentieren. Unter einem der Polaroid-Fotos steht Miglena, 20 Jahre. Ich musste sie einfach erwürgen. Damit ist klar, Volker Eckert ist tatsächlich der Mörder der toten Sexarbeiterin. Doch als das Verhör nach dieser Entdeckung in Eckerts LKW weitergeht, gibt es eine unerwartete Wendung. Der Verdächtige gesteht nicht nur die Tötung von Miglena, sondern auch eine weitere Tat. Volker Eckert packt aus. Über einen Mord, von dem 32 Jahre lang niemand wusste, dass es einer ist. 32? Der wurde mit 47 festgenommen? Der hat mit 15 wen getötet? Trophäe? Ja, safe. Deswegen bewahren sie sich das auf. Silvia, holy shit. Yo, by the way, ich bin jetzt 35 Jahre lang frei gewesen. Ja, aber ich meine, es ist natürlich gut, dass er das gemacht hat, aber es ist ja trotzdem mega dumm, oder? Oder waren das mehrere Frauen? Es ist der 7. Mai 1974. Die 15-jährige Silvia U. wohnt mit ihrer Familie in Plauen in der damaligen DDR und ist tot. Ihre eigene Mutter findet den Leichnam ihrer Tochter in der Wohnung der Familie. Die alarmierte Polizei ordnet den Tod von Silvia zunächst als Freitod ein. Sie wird erdrosselt aufgefunden und die Ermittler gehen davon aus, dass sie sich die tödlichen Verletzungen selbst mit Hilfe einer Wäscheleine aus der Küche zugefügt habe. Deshalb gibt es keine weiteren polizeilichen Ermittlungen. Ist eh verjährt. Ich denke mir auch, Mord verjährt nicht. Keine Akten, keine Aufzeichnungen und keine Zeugenaussagen. Ich meine, ich kann mir vorstellen, dass sie sich vielleicht denkt, okay, wenn ich da jetzt noch was zugebe und da einen Fall löse, dann bekommt er vielleicht eine geringere Strafe, aber I doubt it. Stattdessen gibt es nur einen Totenschein mit der Todesursache Freitod. Silvias eigener Stiefvater arbeitet bei der Volkspolizei und glaubt, dass der Tod des Mädchens ein Verbrechen war. Rückblickend wird vermutet, dass man ein mögliches Tötungsdelikt noch dazu an der Tochter eines Polizisten in der DDR lieber unter den Tisch fallen lassen wollte. Denn Silvias Stiefvater hat recht. Es gibt einen Verantwortlichen für den Tod der Jugendlichen. Denn als Volker Eckert 2006 wegen des Mordes an Miglena festgenommen wird, beginnt er mit einem Mal über Silvia U. zu sprechen. Volker Eckert und Silvia waren Schulkameraden und haben dieselbe Klasse besucht. Er erzählt, er habe sich immer sehr zu Silvia hingezogen gefühlt, vor allem wegen ihrer langen Haare. Und dass er Silvia getötet habe. Er gibt an, die Tat akribisch geplant zu haben. Volker lebte damals im Nachbarhaus von Silvia und hat einen Durchgang genutzt, um zu ihr in die Wohnung ihrer Eltern zu gelangen. Ja, aber aus was für einem Grund dann? Wahrscheinlich, weil sie ihn nicht wollte? Wahrscheinlich ist das so der erste Mord von ihm gewesen und sie hat ihn wahrscheinlich abgewiesen. Daraufhin hat er einen Hass auf Frauen entwickelt, hat das dann quasi auf sie übertragen mit dem Mord und hat das dann immer weiter ausgelebt so. Damals war Volker erst 14 Jahre alt. 14, oder? Zunächst habe er vorgegeben, von Silvia Hilfe bei den Hausaufgaben zu brauchen. Als Silvia ihm eine der Aufgaben vorgelesen habe, habe er die Gelegenheit ergriffen und begonnen, sie zu würgen. Während dieser Tat sei ihm klar geworden, dass Silvia ihn anzeigen könnte. Also habe er sich dazu entschieden, sie zu töten. Bitte was? Was wollte er sonst machen? Was? Er ist zu ihr nach Hause gegangen, hat sie dann gewürgt und wollte, sein Plan war es, loszulassen und dann einfach so, ha, das war ja gar nicht die. Na, das hat er dort erzählt. Das hat er dort erzählt, damit das besser klingt. Glaubst du? Ich glaube eher, er hat es dort erzählt, so, yo, by the way, ich packe jetzt aus über einen Fall, der ist schon mega lange her und ich löse den auf, damit ich eine geringere Strafe bekomme, weil ich quasi kooperiert habe und das noch extra so gesagt habe, aber ich stelle es dar, als wäre es ein Unfall gewesen oder so. Und einen vermeintlichen Freitod zu inszenieren. Zunächst sind die Polizisten angesichts dieser Geschichte beinahe ungläubig. Aber Volker Eckert kann den Tatort und die Leichenauffindesituation ganz genau aufzeichnen.
Die Zeichnung stimmt genau mit den Angaben von Silvias Mutter überein. Bro. Der 47-Jährige sagt die Wahrheit. Silvias Tod ist nicht, wie bislang vermutet, ein Freitod, sondern ein Mord. Begangen durch ihren damaligen Mitschüler Volker Eckert. Ja, und jetzt stell dir mal vor, du bist der Stiefvater, falls der noch am Leben ist, oder irgendjemand, der das damals so geahnt hat und der sich so gedacht hat, so, ja, okay, aber wenn die Polizei das dann so sagt, dann ist es wahrscheinlich so 35 Jahre. 35 Jahre lang sagen alle, ja, keine Ahnung, das war ein Freitod und so weiter und so fort. Und dann kommt er um die Ecke und sagt, na, ich weiß. Sich für eine Aussage zum Fall Silvia entschieden, um in Deutschland angeklagt zu werden. Denn ursprünglich war er ja wegen des Mordes an Miglena festgenommen worden. Womöglich hat er sich für eine Aussage zum Fall Silvia entschieden, um in Deutschland angeklagt zu werden. Ach so. Denn ursprünglich war er ja wegen des Mordes an Miglena festgenommen worden, den er in Spanien begangen hatte. Ja. Yeah. Dementsprechend hätten die deutschen Behörden ihn auch nach Spanien ausliefern können. Aufgrund der Aussage zum Fall Silvia U. steigt aber die Wahrscheinlichkeit, dass er in seinem Heimatland Deutschland angeklagt wird. Und genau das passiert auch. Denn aufgrund der vielen Aufzeichnungen und Fotos, die Eckert aufbewahrt, ist den Ermittlern eines schnell klar. Volker Eckert hat weit öfter gemordet als zweimal. Ja, das ist sowieso, also wenn du es mit 14 machst und dann mit 47, ich glaube nicht, dass es irgendwie so random wäre. Er wollte halt nicht in den spanischen Knast. Naja, es macht eh Sinn. Der LKW-Mörder. Ich bin mir auch sicher, also ich weiß nicht, wie spanischer Knast ist, aber ich kann mir vorstellen, dass in Deutschland der Knast insgesamt besser ist, also, weißt du, ruhiger ist, sag ich jetzt mal. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Außerdem sprichst du halt die Sprache und das ist halt praktisch. Ne? Schweizer hat ein Tor geschossen. Shoutout. Ist es gut oder schlecht? Durch DNA-Abgleiche können Volker Eckert mindestens 6 Morde nachgewiesen werden. Diese hat er während seiner Tätigkeit als LKW-Fahrer im europäischen Ausland begangen. Teilweise hat er seine Taten fotografiert oder sogar gefilmt. Bei mehreren seiner Taten hat er Seile als Tötungswerkzeuge eingesetzt. 2 Seile waren ja auch kurz nach seiner Verhaftung in seiner LKW-Kabine gefunden worden. Ja, und Fotos. Einigen Frauen hat er auch Haarsträhnen abgeschnitten, um diese gemeinsam mit den Film- und Fotodateien aufzubewahren. Von einzelnen der ermordeten Frauen behält er auch Kleidungsstücke, Accessoires oder Make-up-Produkte. Aber es ist so crazy, wie so gut wie jeder einzelne Mörder genau sowas macht. So gut wie jeder, entweder du hast jemanden, der Sachen aufbewahrt, oder du hast jemanden, der zum Tatort öfter zurückkommt. Das ist das Ding. Wer möchte schon in den spanischen Knast? Keine Ahnung, wie das dort ist, ne? Sind halt Trophäen. Ja, ja, das ist halt das. Es ist so crazy. Aber so keine Ahnung, so Make-up-Sachen oder sowas, ich weiß nicht. Volker Eckert beginnt im Jahr 1999 als LKW-Fahrer zu arbeiten. Am 21. Juni 2001 tötet er in Bordeaux in Frankreich eine Frau namens Sandra Ossifo. Genau wie die weiteren Geschädigten von Eckert ist sie als Sexarbeiterin tätig. Die junge Aber die erste war das nicht, ne? Die 15-Jährige. Ich meine, das würde doch keinen Sinn machen, aber ich meine, keine Ahnung. Frau ist erst 21 Jahre alt, als Volker Eckert sie unter dem Vorwand, ihre Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen, in seinen LKW lockt. Ihr Leichnam wird 4 Tage später, etwa 90 Kilometer entfernt, am Rande einer Schnellstraße gefunden. Als Todesursache wird Gewalteinwirkung gegen den Hals festgestellt. Ihr Mörder wird nie gefunden. Also ich glaube wirklich so als Prostituierte, falls das überhaupt noch der korrekte Begriff ist, ihr wisst, was ich meine. Was soll ich jetzt sagen? Dann ist es wirklich so mit der gefährlichste Job, den du so haben kannst, allein aus dem Grund, weil du steigst immer mit einem Fremden ins Auto und der fährt immer mit dir irgendwo hin und du weißt nie genau, ich weiß nicht, was zu 100% abgehen wird und so weiter und so fort. Plus zu damaliger Zeit
da hast du auch nicht so viele Kameras gehabt oder sowas. Na, jetzt denkst du dir so, ja, okay, da und da sind irgendwelche Kameras oder du fährst durch einen Blitzer oder sonst was. Männer sind unberechenbar. Ja, ich glaube, bei Männern ist das nochmal gefährlicher, so overall. Aber ich meine, auch bei einer fremden Frau würde ich jetzt nicht einsteigen. Und ich würde jetzt auch keine fremde Frau so einsteigen lassen in mein fucking Auto oder sowas. Geh mal weg. Bis es zu den umfangreichen Ermittlungen gegen Volker Eckert kommt. Aber gerade halt auch noch die Konstellation, okay, oder keine Ahnung, ältere Herren oder keine Ahnung, irgendwer halt, einfach männliche Person, holt sich eine sehr junge Frau, die vielleicht auch etwas schmächtiger ist oder sowas, ins Auto und die fahren dann irgendwo hin und keiner weiß, wo die sind. Das ist halt schon crazy riskant so. Im August 2001 bringt Volker Eckert in Lloret de Mar in Spanien dann eine Frau namens Beatriz Diaz um. 2004 folgt der Mord an Ayobe Gali in Italien. Aber woher weiß man das alles? Hat man das alles so anhand von DNA oder anhand von den Fotos oder sowas rausgefunden? 2005 ermordet Volker Eckert in der Nähe von Gerona eine Russin namens Marie Veselova. Ein Jahr später in Frankreich eine Polin namens Agnieszka Bos. Am liebsten würde ich euch mehr über die Frauen erzählen, zu ihren Geschichten, dazu wer sie gewesen sind und wie sie gelebt haben. Doch leider hat Volker Eckert mit der Auswahl der Geschädigten genau das gewünschte Ergebnis erzielt. Man weiß kaum etwas über die von ihm ermordeten Frauen. Volker Eckert hat nach dem Mord an seiner Mitschülerin 1974 ausschließlich Sexarbeiterinnen angegriffen. Und das ganz bewusst, weil er sich erhoffte, dass nach diesen Frauen aufgrund ihres gesellschaftlichen Stigmas weniger intensiv gesucht werden würde. Ja, fix. Und er sollte Recht behalten. Einige der getöteten Frauen wurden nicht mal als vermisst gemeldet, bevor ihre Leichen gefunden wurden. Ja, safe. Das sind ja wahrscheinlich viele Leute, die Ländergrenzen überschreiten und dann irgendwo in einem anderen Land ein neues Leben finden wollen, bekommen dann vielleicht keine Arbeit oder so und wissen sich nicht mehr zu helfen, weil sie kein Geld haben und deswegen gehen sie dann und verrichten diese Arbeit und dann sprechen die auch nicht mal die Sprache oder die haben da noch niemanden oder so und dann sind die halt einfach, dann sucht halt keiner nach denen, weißt? Von keinen Freunden, Kollegen oder Familienmitgliedern. Deshalb sei an dieser Stelle vertreten für alle von diesen Frauen gesagt, dass sie genau wie jeder andere von uns Wünsche, Träume und Ziele hatte. Ja, vielleicht auch illegal. All das wurde von Volker Eckert zerstört. Nur damit er seine Triebe und Fantasien ausleben konnte. Kapitel 6, die Vorgeschichte. Eckert betrachtet sich selbst als ein Opfer seiner Neigung. Gegenüber der Polizei und Psychologen gibt er nach seiner Verhaftung Einblicke in seine Vorlieben und seinen Werdegang zum Mörder. So erzählt er ja, free my man, da kann er nichts dafür. Etwa von einem entscheidenden Erlebnis aus seiner Kindheit. Er habe mit einer Puppe seiner Schwester gespielt und sich durch die langen Haare dieser Puppe erregt gefühlt. Das Ganze habe sich in einem deutlich früheren Alter abgespielt als bei anderen Heranwachsenden. Er sei etwa 9 oder 10 Jahre alt gewesen, als er begonnen habe, die Puppe als Vorlage für Selbstbefriedigung zu verwenden. Was machen wir jetzt daraus? Volker, das ist schön, dass du uns das erzählst, aber wahrscheinlich so eine Barbie-Puppe oder so? Ich weiß nicht. Also mal ganz kurz. Ja, weißt du was? Ich stelle die Frage gar nicht. 9 oder 10? Ja, ich habe mir nicht gedacht, 9 oder 10 ist jetzt nicht so früh. Ich sag dir ehrlich, ich hab keine Ahnung. Wisst ihr was? Lass mal das Thema einfach. Lange Haare scheinen für Volker Eckert ab diesem Zeitpunkt immer interessanter zu werden. Auch eine Perücke seiner Mutter erlangt seine Aufmerksamkeit. Das ist zu riskant, das rauszulassen. Das Ding ist halt, ich kann mich an mein Leben erinnert, kann ich nur genaue Daten und sowas halt wiedergeben von Sachen, wo ich sage, okay, keine Ahnung, mit 15, da weiß ich, mit 15 und da bin ich gerade 16 geworden, da habe ich meine Lehre angefangen. Das war 2015 im September und bla 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 und da war ich gerade dort und dort und davor war ich oder danach war ich in der und der Firma und das war während Corona und dann war Ukraine-Krieg und da war dies und das und jenes, das kann ich so voll präzise sagen, aber alles, was so davor war, während der Schulzeit, Bruder, keine Ahnung, irgendwann war ich 9, irgendwann war ich 4, irgendwann war ich 12, so, keine Ahnung, was da war.
Er findet das Haarteil auf dem Dachboden seiner Familie und nutzt auch das für seine eigene Stimulierung. Okay, warte, was für ein Haarteil? Auch ein für Volker Eckert ab diesem Zeitpunkt immer interessanter zu werden. Ja. Auch eine Perücke seiner Mutter erlangt seine Aufmerksamkeit. Ja. Er findet das Haarteil auf dem Dachboden seiner Familie und nutzt auch das für seine eigene Stimulierung. Eckert entwickelt eine Vorliebe für Haare, die in Fachkreisen als Trichophilie bezeichnet wird. Bei ihm ist sie so intensiv, dass er sich in der Schule bald nur noch auf die langen Haare seiner Mitschülerin konzentrieren kann. In einer Dokumentation beschreibt... Weiß jemand, warum das so ist? Wahrscheinlich evolutionär bedingt, weil lange Haare gesundes ausstrahlen. Wenn du voll die kaputten Haare hast, ich meine, heutzutage ist es was anderes, weil du färbst die Haare oder du, keine Ahnung, pflegst sie halt nicht richtig oder so, aber halt, wenn du gesunde Haare hast, dann ist dein Körper im Grunde genommen gesund. Das kannst du ungefähr so ablesen, ne? Und der wird das wahrscheinlich in seinem Gehirn so Vollgas verstärkt haben. Die Expertin Lydia Benecke, Eckert habe sich für diese Vorliebe womöglich geschämt und deshalb versucht sie weiter im Verborgenen auszuleben. Parallel dazu entwickelt Eckert in seiner Jugend eine Abneigung gegenüber seiner eigenen Mutter. Doch, es gibt dafür Erklärungen. Also auch zum Beispiel bei einem Fußfetisch, das habe ich glaube ich eh schon mal erzählt, da ist irgendwie, das haben vor allem Männer, weil bei Männern die Region... Warte, wie ist das? Das Gehirn processt Füße irgendwie genau neben dem Erotikzentrum oder so. Ich weiß gar nicht genau, warum das so ist, aber das ist der Grund, warum das so verbreitet ist. Weil das sich das so ein bisschen überlappt. Weißt du, was ich meine? Und bei Frauen ist es weiter auseinander oder das ist irgendwie, das Fußzentrum ist weniger groß. Frag mich nicht, ich habe keine Ahnung. Aber es gibt dafür Erklärungen. Grund dafür ist die Trennung seiner Eltern. In einem späteren Gespräch mit Ermittlern erzählt Eckert, er habe durch die Trennung... Ja, kein Gehirnbereich für Füße, aber weißt du, irgendwo, dein Gehirn weiß, was ein Fuß ist, oder? Und diese Information ist abgespeichert irgendwo neben deinem Erotikzentrum. Und neben meinem Erotikzentrum ist zum Beispiel nur abgespeichert der Depressum Grande. Große Angst davor entwickelt, von einer Frau so vor die Tür gesetzt zu werden, wie seine Mutter es bei seinem Vater getan hat. Offenbar gibt Eckert seiner Mutter die alleinige Schuld an der Trennung. Ja... All das passiert in seiner Pubertät und wird Volker Eckert für den Rest seines Lebens stark prägen. Zu seiner Neigung schreibt er später: Ich fing an, schöne, langhaarige Frauen zu hassen. In meiner Fantasie legte ich meine Hände um diese Frauenhälse und drückte ihnen die Kehle zu. Aber das ist dann sicher, ich weiß nicht, ob das dann aus Hass kommt oder ob das dann, ja, wahrscheinlich ist es dann das. Bereits im Alter von 14 Jahren begeht er seinen ersten Mord an seiner gleichaltrigen Mitschülerin Silvia U. 1974, kurz nach dem Mord an Silvia, wird Volker Eckert in der DDR verhaftet und zu einer Freiheitsstrafe von 18 Monaten verurteilt. Allerdings nicht wegen eines Verbrechens gegen einen anderen Menschen, sondern wegen Diebstahls. Okay. Er hat das Auto seiner Mutter geklaut. Der Mord an Silvia bleibt unentdeckt. Nach seiner Entlassung werden seine Triebe aber immer intensiver. 18 Monate Knast für einen Autoklau ist halt auch nicht wenig, ne? Und Eckert entscheidet sich dazu, sie auszulegen. Nicht mehr nur mit der Perücke seiner Mutter oder der Puppe seiner Schwester, sondern mit echten Personen. Er beginnt in seiner Heimatstadt Plauen systematisch Frauen anzugreifen. Volker gibt an, er habe die Frauen meist von hinten in der Dunkelheit überfallen. So will er sicherstellen, dass die Geschädigten ihn nicht erkennen und anzeigen können. Er sagt, ja, Pro-Tipp, du kannst doch eine Maske aufsetzen. Er habe niemanden töten wollen. Ihm sei es primär darum gegangen, die Haare der Frauen berühren zu können und sie zu würgen. Oh, das ist so weird. Gegenüber seinen Lebenspartnerinnen soll Eckert sich stets normal verhalten und seine Sexualität mit ihnen in einem normalen Rahmen ausgelebt haben. Seine extremen Vorlieben habe er auf das Konsumieren pornografischer Inhalte und eine Puppe beschränkt. Eine Puppe wird auch 2006 gefunden, als die Polizei nach seiner Festnahme die Wohnung von Eckert durchsucht. Mittlerweile ist er in die bayerische Stadt Hof umgezogen. Der Gummipuppe soll Volker Eckert bisweilen aufbewahrte Kleidungsstücke seiner Mordopfer angezogen und Perücken aufgesetzt haben. Auf diesem Bruder Wege Volker. Konnte er die Morde immer wieder neu durchleben und als Vorlage zu seiner eigenen Stimulierung nutzen. Gerade richtiges Bedürfnis, zum Friseur zu gehen, na ohne Spaß. Flying Uwe ist von diesen Akten nimmt er Polaroid-Fotos auf.
Erst 1978 wird er bei einem seiner nächtlichen Übergriffe auf eine Frau gefasst und zu einer Freiheitsstrafe verurteilt. Okay, zu wie viel? Auf Bewährung wird er allerdings bereits im darauffolgenden Jahr, 1979, wieder entlassen. Er hat ein Auto geklaut und war 18 Monate im Knast. Er hat eine Frau angegriffen und er war ein Jahr im Knast und dann auf Bewährung. In dem Wissen, dass die Polizei Frauen sind wie Autos. Nun wegen eines Übergriffs auf eine Frau in den Akten hat, versucht er in den darauffolgenden Jahren seine Triebe zu unterdrücken. Aber schon bald streift er nachts wieder durch Plauen und greift nach dem alten Muster Frauen an. 1987 wird Eckhardt abermals nach zwei Übergriffen in Plauen verhaftet. Eine der Überlebenden kann ihn identifizieren und Volker Eckhardt wird wegen versuchten Mordes verurteilt. Dieses Mal erhält er eine längere Freiheitsstrafe. 7 Jahre. Ursprünglich soll er für 12 Jahre einsitzen, doch nach 6 Jahren kommt er abermals wegen guter Führung auf Bewährung frei. Bruder, ich meine, sei mir nicht böse. Sei mir nicht böse. Der hat zweimal, der ist im Knast gesessen, ein Jahr lang, weil er eine Frau attackiert hat. Dann kommt er raus, der war vorhin schon im Knast. Dann kommt er raus, attackiert eine Frau, geht in Knast. Kommt raus, attackiert eine Frau, geht in Knast. Und dann lassen sie ihn nochmal nach so kurzer Zeit wieder raus. Ein Psychologe. Ja, das ist gute Führung-Dings. Ja, kein Wunder, dass er gute Führung hat. Da sind auch keine Frauen, die attackieren können. Oge hat evaluiert, dass von Eckhardt keine Gefahr ausging. Ja, stabil. Die therapeutischen Maßnahmen würden. Na, hätte ich aber auch gesagt. Ich meine, der hat ja nur zweimal wieder angegriffen, ne? Der ist ja nur zweimal in der Nacht rausgelaufen und hat irgendwelche Frauen, keine Ahnung, wollte er würgen und sowas. Da sehe ich jetzt auch keine Gefahr mehr. Nach 6 Jahren, da ist es ja verschwunden. Ausreichen, um weitere Taten zu vermeiden. Rückblickend betrachtet ist das eine fatale Fehleinschätzung. Die Überlebende, die Volker Eckhardt bei der Polizei identifiziert und somit hinter Gitter gebracht hat, erzählt, wie ihr Albtraum nach Eckhardts Entlassung von neuem beginnt. Ja, das glaube ich. Eines Nachts habe Volker Eckhardt auf einmal bei ihr vor der Tür gestanden. Der Mann, der sie Jahre zuvor beinahe umgebracht hätte. Bruder. Sie habe ihm nicht geöffnet. Aber über die Gegensprechanlage habe Eckhardt begonnen, mit ihr zu sprechen. Er habe sich als Handwerker ausgegeben, der wegen eines Wasserrohrbruchs dringend in ihre Wohnung müsse. Durch den Türspion habe sie Eckhardt aber erkannt und nicht hereingelassen. Nach der Entlassung aus dem Gefängnis beginnt Volker Eckhardt dann seine Mordserie. 1999 nimmt Eckhardt seinen Job als Fernfahrer auf. Laut einiger Quellen soll er gesagt haben, er habe sich diesen Job extra ausgesucht, um leichter Frauen angreifen zu können. Also, ja, vor allem im Ausland auch noch. Es ist ja auch nicht einmal so wahrscheinlich. Also wenn du jetzt zum Beispiel hier, zack, Bosnien-Herzegowina, na, in Banja Luka, wenn es da eine Frau oder wenn es da einen Mord begehst, dann wird wahrscheinlich die Polizei erstmal schauen, okay, keine Ahnung, wer könnte hier im Umkreis irgendwas gemacht haben? In Wahrheit wohnt der Bruder da oben oder so, weißt du, was ich meine? Denn seine Arbeit führt ihn oft ins europäische Ausland, wodurch er für die Behörden kaum als Täter zu ermitteln ist. Danke, Insolito, aber das habe ich gerade eben schon erklärt. Die Serie endet erst 2006, weil die Überwachungskamera an einem der Tatorte seinen LKW zufällig filmt. Wäre das nicht passiert, hätte man Volker Eckhardt womöglich erst Jahre später erwischt. Oder vielleicht sogar nie. Eine richtige Strafe erhält Volker Eckhardt für die von ihm begangenen Morde nicht. Bevor es zu einem Prozess kommen kann, wird Volker Eckhardt im Juli 2007 tot in seiner Gefängniszelle aufgefunden. Bruder Volker. Ja. Dann hat dieser Mann insgesamt, 7 Jahre oder sowas gesessen, stabil. Er hat sich selbst im Alter von 48 Jahren erhängt. Einen Tag nach seinem Geburtstag. Er soll tief verletzt gewesen sein, weil seine Schwester ihn anlässlich dessen nicht im Gefängnis besucht hat. Oje. Was? Er soll verletzt gewesen sein? Warum besuchst du mich nicht? Nur weil ich mehrere Frauen umgebracht habe? Was ist jetzt das Problem? Ich verstehe das nicht ganz. Endlich tötet Eckhardt sich selbst auf eine ähnliche Art wie die Frauen, denen er das Leben genommen hat. Mit einer Gardine aus seiner Gefängniszelle erhängt er sich selbst und entzieht sich somit einem Strafprozess und einer Verurteilung und einer weiteren Aufarbeitung der Geschehnisse. Und weiteren 4 Jahren Knast.
Es wird vermutet, dass Eckhart noch mindestens 4 weitere Morde begangen haben könnte. Ich schwöre, ich dachte, während seiner Zeit als Fernfahrer hat er dementsprechend möglicherweise eine weitere Frau in Frankreich und 3 weitere in Tschechien getötet. Aufgrund seines frühen Ablebens können ihm diese Taten aber nicht mehr nachgewiesen werden. Scheiß drauf, wer war's? Diese 4 Frauen werden möglich... Was soll er machen, Volker? Ha, komm zurück und schlag mich. ...niemals Gerechtigkeit erfahren. Weil der Mann, der sie womöglich ermordet hat, sich dazu entschieden hat, selbst aus dem Leben zu scheiden. Und er hat einen kleinen Penis bei Wenn ihr das Video interessant fandet, würde ich mich sehr über Feedback freuen. Na. Es ist ein abgeschlossener und gelöster Fall. Das haben sich auch einige gewünscht. Bestes Ohr ist, dass er irgendwann wieder wegen guter Führung entlassen wird. Ja, also ich fände insgesamt, hier, by the way, gutes Video, schaut bei Insolito vorbei, er macht die besten Videos, die es auf der Welt jemals gab. Ich weiß nicht, also so ein bisschen Haftstrafe wäre schon gut gewesen und dann irgendwann mal kurz bevor er entlassen wird, keine Ahnung. Ich möchte nichts heraufbeschwören, aber es gibt da auch noch andere Menschen im Knast, die das vielleicht nicht so bevorzugen würden, wenn der da wieder frei herumläuft. I don't know. Ich denke, es ist... Ich weiß nicht. Vielleicht sollte man da auch einfach drauf schauen, dass es in solchen Berufskreisen vor allem ein bisschen mehr Aufmerksamkeit gibt auf die Leute, die halt das ausüben, im Sinne von, keine Ahnung, du hast vielleicht irgend so einen Notrufknopf bei dir oder du hast vielleicht, weiß ich nicht, wenn du sowas machst, na, dann musst du darauf achten, dass es irgendjemanden gibt, der weiß, mit welchem Kennzeichen du weggefahren bist oder mehr so Überwachungskameras oder frag mich nicht, ich habe keine Ahnung, was da die Lösung ist. Am besten einfach gar nicht machen, natürlich, klar. Ja, was ist das Fazit von dem Video? Volker ist ein Vollidiot gewesen und wir sind alle froh, dass es ihn nicht mehr gibt. Möge er in der Hölle schmoren. So.